Hallo Löwe, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Löwe. Heute wollen wir nochmal herausfinden, bist du auf dem richtigen Weg, Löwe? Die Entscheidung, die du gerade getroffen hast, die Entscheidung, die du gerade triffst, ist es die richtige? Ist es wirklich genau das, was du möchtest? Wir wollen mal schauen, was das Tarot dir sagt, okay? Konzentriere dich auf dich, stelle dir deine eigene individuelle Frage. Egal, ob es in der Liebe ist, in der Partnerschaft, in einem Vormundschaftsprozess, was auch immer dein persönliches Anliegen ist, Löwe. Wir fragen, ist es das Richtige? Wenn ja, perfekt. Wenn nein, wieso nicht? Okay? Auch die ältere Generation, auch ihr habt Wünsche, Ziele und Projekte. Alle Menschen schon über 50, 60, 70, 80, fühlt euch herzlich willkommen. Okay? Ja, Löwe, es ist der richtige Weg. Was heißt das? Wenn du jetzt vor einer Entscheidung stehst, deinem Partner zu sagen, dass du gerne ein Kind haben möchtest, dass du untreu geworden bist, ja? Oder was auch immer, Latte egal, auch wenn deine Emotionen auf Hochtouren fahren, auch wenn du gerade in einer Energie bist, wo du glaubst, etwas noch warten zu müssen, auch wenn du gerade in einer Energie bist, wo das Vertrauen nicht ganz gegeben ist, vertraue. Die Karte der Sonne ist die Karte der geistigen Welt, die Führung. Löwe, du hast schon so viel geleistet in den letzten Jahren. Du hast so viel geopfert. Du standst vor so vielen Prüfungen, vor Dreieckskisten, vor Untreue, vor Wutanfällen, vor Dominanzpersonen, die du dich konfrontieren musstest. Ja? Du hast viele Sachen aus der Vergangenheit noch nicht ganz verarbeitet. So viele Dinge. Und hier sagt jetzt Gott, die geistige Welt, Löwe, wir lieben dich so, wie du bist. Wir haben dich als Sternzeichen Löwe auf diesem Terrain sein geschickt und möchten, dass du stolz bist wie ein Löwe, anmutungsvoll wie ein Löwe, dass du aber auch die herzliche, sonnige Seite in dir genießt. Alles, was mit deinem Sein zu tun hat, egal was, Liebe, Finanzen, Gesundheit. Hier geht es darum, in der Gesundheit ist es vor allen Dingen wichtig, dass du das Hauptaugenmerk auf deine Erholung, auf deine, auf deine Genesung, das ist das deutsche Wort, Genesung fixiert. Einige von euch habt ihr eine Fischenergie in eurer Geburtskarte, andere von euch werdet ihr von einem Fisch begleitet. Bist du auf dem richtigen Wege? Ja, weil du anfängst oder gelernt hast schon zu genießen, zu realisieren, zu leuchten, dich mit dir selber zu verbinden, jede Krise zu überstehen und trotzdem glücklich zu sein. Einfach ist es nicht. Ja, du sehnst dich nach jemandem, mit dem du das auch wirklich teilen kannst, das Glück. Du sehnst dich auch wirklich, eine Geschichte öffentlich zu machen. Du sehnst dich auch wirklich nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Du sehnst dich nach so vielen Dingen. Aber hier geht es darum, dass das, was du ausstrahlst, wird ausschlaggebend sein, um deinen Erfolg, um deine Wünsche schneller zu verwirklichen oder noch ein bisschen hinzuziehen. Die Lösungen, die Resultate, die du erzielen wirst, möchtest, liegen in dir. Die Antworten liegen dort, wo die Fragen sind. Okay? Und hier geht es darum, die geistige Welt sagt, Löwe, wir werden dir nochmal eine Unterstützung geben. Wir werden dir nochmal sagen, du brauchst keine Angst zu haben, dass irgendetwas den Bach runtergeht, aber befreie dich. Hab ein bisschen mehr Mitgefühl mit dir, hab ein bisschen mehr Verständnis für dich. Deine Ausdauer wird belohnt, egal ob es das Richtige ist oder nicht das Richtige ist für dich. Egal ob du es gerade erkennst oder nicht erkennst, ja? Egal ob du gerade mehr Kraft hast oder weniger Kraft hast. Jetzt sind die Energien zu sagen, du hast jetzt eine Entscheidung getroffen in hier und im Jetzt. Ja, gehe diese weiter, es ist der richtige Weg und wenn es nur 1, 2, 3 Tage hält und wenn es nur einen Monat hält, die Dauer ist egal, aber wichtig ist, dass du eine Entscheidung triffst, dass du erkennst, dass der Regenbogen aus vielen bunten Farben besteht und ich rate dir, kleide dich mal in anderen Farben, die dir einen ganz anderen Flow geben, ja? Zum Beispiel, Gelb ist sehr schön, repräsentiert auch die Sonnenblumen. Blau für das Vertrauen vor allen Dingen, okay? Orange für die Vitalität würde ich dir empfehlen. Vielleicht mehr was Weißes für die Zärtlichkeit, für die Harmonie. Also versuche einfach mal, verschiedenste Farben auszuprobieren, was du normalerweise nicht machst. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, du bist auf dem richtigen Weg. Neue Ideen wirst du ausschöpfen, neue Ideen werden auf dich zukommen. Neue Inspirationen durch diesen Weg, den du jetzt gehen wirst, wo die geistige Welt sagt, es ist genau das Richtige. Wenn du nicht aktiv wirst, wenn du alles so ziehen lässt wie bisher auch, kannst du nicht das Privileg nutzen oder genießen, besonders zu sein, einzigartig zu sein und frei zu sein und anzukommen. Also überlege dir deine Handlungsweisen gut, aber du bist schon auf dem richtigen Wege. Okay, auch wenn es manchmal nicht danach ausschaut, auch wenn man es nicht unbedingt verstehen kann, aber Löwe hat irgendwas in sich, wo ich sage, Power.
Okay, wow, hier müssen viele Buchstaben reden. Die Zahl, die 5, die 2 und die 6 und die 8. 28, 2, 8, 26, 44, 48, 58 und die 63 möchten auch reden. Und die 56, ja? Buchstabe H, B, N, F, A, W, M, P, O, R und S. Zu den Buchstaben, ich sage die Buchstaben jetzt einfach nur mal einzeln. Wichtig ist der Buchstabe, die Zahl 5, 2, 6, 4 und die 8. Und daraus macht ihr dann die Zahlen, die für euch resonieren. Und wenn nicht, lasst es ziehen, dann ist es für jemand anderen. Löwe, du bist auf dem richtigen Weg. Danke für deine Likes, für deine Abos, deine Kommentare werden von mir zeitnah beantwortet, Löwe. Okay? Und sonntags 19 Uhr starten wir unsere Chats. Sei dabei. Und wenn du wirklich was auf der Seele hast, eine private Legung, eine zielorientierte Therapie habe ich noch frei für im Monat Juli. Also sei dabei, wenn du gerne mehrere Informationen haben möchtest und ich dir helfen soll, okay? Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, Löwe, und wir hören uns. Bye!